Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute wieder mit Freaky Freestyle Friday Nummer 12 diesmal. Diesmal ohne irgendwelche unsinnigen Fingerspiele. Genau, heute im Bulls-Trikot. Genau, hat wie immer auch keinen Grund. Sind ja leider schon lange aus den Playoffs, aber ist eine andere Geschichte. Jo, es ist wieder Freitag, es ist wieder soweit. Was gibt's so zu erzählen? Eigentlich nichts Besonderes. Ja, meine Xbox ist wieder da. Hab gleich ein bisschen gespielt, auch das Gameplay, das ihr hier sehen könnt. Ja, war eins meiner ersten Ghost Games dann wieder und hat auch gleich super geklappt. Hab mal wieder ein Cam auf der Xbox gerissen. Ja, wie gesagt, dieses Gameplay hier auf der Map Freight. Hab da im ganzen Team gespielt, deswegen habe ich da teilweise zwischendurch mal ein bisschen wenig Gegner gefunden, aber war ein 33er Gunstreak, ganz in Ordnung und war am Ende, glaube ich, 49-9 oder sowas. Leider nicht mehr die 50, die wollte ich unbedingt noch packen, aber dann bin ich noch 2-3 Mal dumm verreckt. Egal, ums Gameplay geht es wie immer nicht, sondern um, ja, was ist so die Woche passiert, was ist passiert? Wie gesagt, die Xbox ist gekommen, ich habe viel Watch Dogs und Wolfenstein gespielt. Watch Dogs kommen wir später noch, da glaube ich, gibt es auch eine Frage von euch zu. Genau, Schmerzturnier habe ich letzte Woche vergessen, da sind wir leider schon ausgeschieden oder ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Auf jeden Fall sind wir da raus, haben gegen die gleichen verloren, die auch Kevin, Jan und Timo rausgeworfen haben. Ja, keine Ahnung, waren ziemlich gut, wir waren auch scheiße an dem Tag, aber egal, man kann nicht immer gewinnen. Und genau, noch eine wichtige Sache habe ich noch. Nächste Woche nämlich, Freaky Freestyle Friday, werde ich wahrscheinlich nicht am Freitag schaffen, denn ich bin von der Arbeit aus die ganze Woche nicht zu Hause und komme erst Freitagabend heim wahrscheinlich. Deswegen entweder es gibt dann Freaky Freestyle Friday am Samstag, so verrückt sich das auch anhört, oder er muss halt die Woche mal ausfallen. Mal schauen, wie ich dazu komme, aber wie gesagt, Samstag müsste eigentlich klappen. Genau. Aber, wie gesagt, wir verschwenden gar nicht zu viel Zeit, weil so lange dauert das Gameplay heute auch nicht. Deswegen fange ich einfach gleich mal an mit den Fragen, würde ich sagen. Genau. Und zwar, als erstes haben wir Dustin Hoffmann oder Dustin Hoffmann. Weiß nicht, ob, wie du dich nennst nach dem Schauspieler oder ob du wirklich so heißt. Würde mich interessieren, schreib das mal in die Kommentare, ob das dein echter Name ist. Fragt, was geht ab, Violence? Nicht viel. Scheiße, Mann. Als nächstes hat gefragt, I'm Megan. Kommst du dieses Jahr auf die Gamescom? Ausnahmsweise sage ich das jetzt, weil es schnell beantwortet ist. Ich habe es, glaube ich, schon 1000 Mal in anderen Videos gesagt. Jupp, bin alle Tage da. Bis auf Sonntag weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, Gamescom auf jeden Fall am Start. Dann fragt Canberg Watan. Den hatten wir schon öfter. Treuer Zuschauer, Grüße mal an dich. Was für ein Handy hast du? Ich habe mir erst ziemlich frisch ein neues geholt. Mal schauen, ob das hier zufällig rumliegt. Ein Sony Z2. Ganz geiles Ding. Also bin voll zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. Dann hat gefragt Games and More. Warum let's playst du deine Spiele nicht? Wäre doch echt cool. Also wahrscheinlich meinst du hier Wolfenstein und Watch Dogs, weil ich die ja bekommen habe. Gute Frage, ich habe keine Ahnung, ich bin eigentlich Let's Play-mäßig ziemlich unerfahren, muss ich sagen. Das Einzige und Erste, was ich so gemacht habe, war ja, Dead Rising. Und das ist ja noch nicht mal ganz abgeschlossen, weil meine Xbox abgeschmiert ist. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin da nicht so geübt drin, macht es eigentlich auch kaum. Deswegen, keine Ahnung, wie gesagt, wenn ihr das alle sehen wollt und hier, weiß ich nicht, da mega Bock drauf habt, dann sagt ihr das. Vielleicht überlege ich mir das mal, aber ansonsten sind so hyper-mega lange Let's Plays erstmal nicht geplant. Genau, The Rock 757. Gegen dich habe ich letztes Mal FIFA gespielt, glaube ich, oder? Warst du das? Ich glaube, er hat ein ziemlich krasses Team, The Rock. Fordert den mal raus. The Rock 757, wie gesagt. Seine Frage, wie würdest du es finden, wenn du eine Serie auf deinem Kanal machst, wo Abonnenten von dir und kleinere YouTuber ihren Channel präsentieren könnten? Ich ein Video zeige und ja, so meine Meinung sagt. Okay, ich habe schon mal gesagt, glaube ich, also wenn jemand so seinen Channel ein bisschen promoten will, ein bisschen kleiner ist, dann könnt ihr mir gerne für einen Freaky Friday oder auch für alle anderen Videos mal so ein Gameplay schicken. Und dann zeige ich das und ihr könnt dann auch, oh hier übrigens, alle schön vor die Flinte gelaufen hier, Spezi-Bonus, glaube ich, da geht auch gerade die Streak an für den Camp Strike, aber das nur zwischendurch.
Ja, wie gesagt, wenn ihr einen Channel promoten wollt, könnt ihr mir gerne Gameplay zur Verfügung stellen. Wenn ihr da was Geiles gerissen habt, dann steht da auf jeden Fall auch euer Link in der Beschreibung. Wenn ihr sowas haben wollt, wie, keine Ahnung, wie gesagt, Channel vorstellen mit einem eigenen Video und eigenen Kommentar, können wir auch gerne machen. Da müsste aber dann ein bisschen mehr kommen. Also nicht, dass mir da ein, zwei Leute dann einen Channel schicken oder was und dann ist die Serie nach zwei Folgen wieder vorbei. Das ist dann auch blöd. Wenn da viel Feedback kommt und viele Leute da einen Channel zeigen wollen mit einem kurzen Commentary, keine Ahnung, und euch da ein bisschen vorstellen, meinen Zuschauern, ja, dann meldet euch einfach, schreibt mir eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare oder irgendwas, damit ich sehe, ob da Interesse besteht. Falls ja, dann können wir da was machen. Falls nicht, dann ja, habt ihr entschieden und dann ist es auch klar. Kettleborough-Check. Wer soll Meister werden in der NBA, deiner Meinung? Und was sagst du dazu, dass Durant MVP ist? Also Durant auf jeden Fall verdient MVP geworden. Hätte es meiner Meinung nach die letzten 2-3 Jahre auch schon nicht unbedingt verdient, aber ja, nicht unverdient wäre es gewesen. Auf jeden Fall, er war eigentlich fast jedes Jahr Topscorer der Liga in der Regular Season. Und ja, Kevin Durant, wahnsinnig geiler Spieler. Mal schauen, was dieses Jahr noch geht. Ich würde es im Moment von den restlichen verbliebenen Teams, würde ich es OKC, also Kevin Durant und den Oklahoma City Thunder, auf jeden Fall am meisten gönnen, weil, weiß ich nicht, Miami mag ich irgendwie nicht, San Antonio mag ich gar nicht, die Pacers, okay, Pacers sind ganz cool, aber ich glaube, die werden es nicht machen gegen Miami. Ich hoffe, dass es OKC noch irgendwie dreht gegen San Antonio, aber ich vermute mal, dass es auf das Finale vom letzten Jahr hinauslaufen wird, Miami gegen San Antonio. Und ja, dann ist es mir fast egal, wer gewinnt, aber dann fast lieber Miami, weil wie gesagt, San Antonio kann ich irgendwie gar nicht leiden. Genau, Nikolai Polischuk hat gefragt, erstmal gutes Video, erstmal danke dafür. Wirst du Wolfenstein Let's Playen? Habe ich, glaube ich, gerade beantwortet. Ich habe das Spiel schon durch, ich spiele es jetzt dann nochmal auf Über, also auf Extremschwierigkeit durch. Ja, wenn ihr wollt, vielleicht da ein Let's Play, aber boah, also Über, glaube ich, ist schon Über. Weiß nicht, ob das Spaß macht, dann anzugucken, wenn ich irgendwie welche Control Points 1000 Mal spielen muss. Aber wie gesagt, mir macht es Spaß, ich spiele das Spiel sowieso und wenn ihr das sehen wollt, dann nehme ich es einfach auf. Wie gesagt, ist für mich kein Problem, aber ihr müsst mir ja Bescheid sagen, weil ich mache nichts, was dann die Hälfte oder noch mehr nicht sehen wollen. Wo waren wir? CY60RC hat gefragt. Ja, Lenz, wie immer geil, du machst das super. Nochmal vielen Dank dafür. Ich freue mich immer über solche Kommentare. Was hältst du eigentlich so von Borderlands? Ich muss zugeben, ich habe noch nie Borderlands gespielt. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, so ein paar Gameplays und so, und einige Freunde von mir haben das übel gesuchtet und ich glaube auch, dass das echt Spaß machen wird, das Spiel. Aber yeah, Counter-Strike! Aber ja, ich bin nie dazu gekommen, weil ich glaube, das ziemlich aufwendig ist zu zocken, also man muss schon viel Zeit investieren. Aber ja, habe ich leider noch nicht gezockt, ich werde aber auf jeden Fall demnächst, wenn das nächste rauskommt, das zocken, aber für die alten 1-2 nachzuspielen, bleibt mir leider keine Zeit. Aber schaut auf jeden Fall sehr interessant aus und ja, ich habe Bock auf solche Games hier, auf die Art Spiel Borderlands, so Shooter mit bisschen so, ja, MMO, Hintergrund, Sachen, Leveln, Skillen, bla bla bla, macht schon Spaß. Ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall mal sowas zu zocken. Dann haben gleich drei Leute gefragt, ungefähr in der ähnlichen Form. Basel Gaming, Chris Schranner und Erdnuss 4 haben alle drei gefragt, zockst du FIFA? Ultimate Team, wenn ja, hast du schon mal Pink Slips gemacht? Und kennst du den YouTuber B2S, WTS, keine Ahnung, und KSI? Also ich zocke Ultimate Team, ich spiele relativ wenig. Also ich habe vielleicht jetzt auf dem FIFA 14 Account vielleicht insgesamt 50 Spiele gespielt oder so. Und ja, hab zwei Teams, ein Bundesliga-Team und ein Ligue 1-Team, also Franzosen-Team, französische Liga-Team, sagen wir es so. Und ja, spiele da schon immer wieder, wie ihr vorher gerade auch mitbekommen habt, gegen den The Rock, da habe ich mal gespielt, das ist ein Abonnent auch. Und gegen den habe ich letztes Mal ein Game gespielt, also zur Abwechslung zocke ich ganz gerne. Früher habe ich sehr, sehr viel FIFA gespielt, so FIFA 09 und 10, da habe ich endgesuchtet. Pink Slips habe ich noch nicht gemacht, nee. Und KSI kenne ich, den gucke ich auch manchmal, finde ich ist ganz witziger Kerl, aber den W2S, W2S, muss ich mal nachher gleich gucken, den kenne ich nicht. Habe ich noch nichts gesehen von dem. Aber wahrscheinlich machen die auch teilweise, egal, ich laber da jetzt gar nicht drüber. Wie gesagt, FIFA Ultimate Team zocke ich auf jeden Fall und auch hin und wieder mal gegen Abonnenten.
Vielleicht mache ich da mal was, zeige mal ein Video gegen Abonnenten zocken. Genau. Dann fragt Minecraft, wie findest du Watch Dogs? Watch Dogs finde ich mega geil, aber wie gesagt, auf der PS4 habe ich noch nicht so krass gespielt, weil ich ja nächste Woche komplett nicht da bin, aber dann nehme ich wahrscheinlich meine PS4 mit ins Hotel, damit ich das Spiel da durchsuchten kann. Und ja, vielleicht mache ich dann, wenn ich mal durch bin, nochmal ein extra Video zu mit Fazit oder keine Ahnung, wie es jetzt, finde ich es mega geil, macht mega Spaß das Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, zockt euch auf jeden Fall, wenn ihr solche Spiele mögt. Dann fragt Maxi Ernst, welche Fußballtrikots hast du und für welche Clubs oder welche Clubs sympathisierst du? Ich habe sehr viele Fußballtrikots, die werdet ihr wahrscheinlich alle noch sehen, wenn ihr Freaky Freestyle Friday weiterguckt, weil wie ihr wisst, ziehe ich ja seit Folge 3 oder 4, glaube ich, jede Folge ein neues Trikot an. Und ja, da werden noch die ein oder anderen Fußballtrikots noch kommen, aber Sympathisant bin ich eigentlich, ja, in erster Linie vom FC Bayern natürlich, das wisst ihr alle bereits. Und genau, das war's dann eigentlich auch schon. Ich würde sagen, ihr genießt einfach das Wochenende, so wie ich. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, wahrscheinlich am Samstag, vielleicht am Wochenende noch mit dem Video, wenn ich dazu komme. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, schönes Wochenende, haut da rein, euer Lenz. Wiederschau!